Hallo und zur nächsten Episode des FC Liverpool Karrieremodus. Und da ist der nächste Konter und das ist Marcus Rashford. Und der ist alleine auf dem Weg zu seinem ersten... Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FC Liverpool Karrieremodus. Wir sind wieder am Start, heute mit der vierten Episode und nach der letzten sehr erfolgreichen, die ihr euch auf jeden Fall angucken solltet, wenn ihr das noch nicht getan habt, geht es heute weiter in der Liga und zwar im September. Wir sind noch Ende August, aber es geht im September weiter. Wir gehen vielleicht einen ganzen Monat durch und darauf könnt ihr euch heute auf jeden Fall freuen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, 1000 Likes wäre wieder richtig, richtig nice. Eine großartige Unterstützung, schreibt mir in die Kommentare eure Meinungen und Anregungen und Vorschläge und so weiter und so fort. Schaut bei IG Vault vorbei, ist ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Rabatt Corebucks Gaming TV bekommt ihr 6% auf eure Bestellungen und Instagram und Twitter sind da ebenfalls verlinkt, sind wichtig für diesen Karrieremodus. So, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter und schauen, was hier so abgeht. Diese Saison haben wir folgende Spiele, beziehungsweise diese Episode haben wir folgende Spiele. Einmal gegen West Ham, dann gegen Man United, dann gegen Norwich und dann gegen Aston Villa. Drei simuliert und gegen, naja, Man United im Old Trafford, im Theater of Dreams. Dreams wird gezockt. Wir trainieren nochmal, unter anderem Jordan Ibe, das wird vielleicht mit das letzte Mal sein, dass der trainiert wird. Origi steigt nach seinen 4 Toren, die er bisher gemacht hat, in 3 Spielen auf 78 und geht direkt schon mal ein bisschen weiter. Und ansonsten haben wir, ja, diesmal solide Ergebnisse bis auf Rashford. Auf dem Transfermarkt ist die letzten Tage nichts passiert, aber jetzt kommt mal wieder eine Anfrage und zwar natürlich von Sevilla für Daniel Sturridge, der ja dieses Traumtor gegen die geschossen hat in der Euroliga, aber Sturridge wollen wir auf keinen Fall verkaufen. Nicht nur wegen dem Tanz, sondern auch einfach aus Prinzip. Gegen West Ham werden wir frei nach der Devise Never Change a Winning Team spielen, abgesehen von Skrtel, der auf die Bank gerückt ist für Dejan Lovren. Und ich bin mal gespannt, ob es jetzt gegen West Ham hier so gut laufen wird, wie zuletzt gegen Arsenal und davor gegen Bournemouth. Die haben bisher alle 3 Spiele, die sie gemacht haben, gewonnen, gegen Leicester, gegen Bournemouth und gegen Northampton im Pokal anscheinend. Spielen ein 4-1-4-1, eine sehr gewöhnungsbedürftige Formation, aber vielleicht hat das ja für die einen Vorteil. Wir schauen rein, vorne mit Palier, ach du, das ist doch wieder typisch, mit Palier und Valencia und Sturridge verletzt sich. Oh, Origi, du bist ein Gott. Nach gerade mal 7 Minuten und wird ersetzt durch Insigne. Hoffentlich nichts zu Schlimmes. Origi macht das 1-0. Genauso wollen wir das doch haben. Deswegen verleihen wir den auch doch nicht. Insigne macht das 2-0. Payet bringt jetzt aber West Ham nochmal ran. Gegentorlos können wir nicht. Musonda kommt für Roberto Firmino in die Partie. 80 Minuten. Milner mit dem 3-1 per Elfmeter und damit sollte die Sache durch sein. Jawohl, wir gewinnen. Ja, die letzten Spiele immer mindestens 3 Toren. Das ist doch herrlich. Hashtag herrlich ist also auch wieder am Start und damit läuten wir den Transfer Deadline Day ein. Daniel Sturridge hat sich für 3 Monate verletzt. Unser Star fällt 3 Monate aus. Das ist ja wie in Realität. Sevilla hat dementsprechend das Angebot zurückgezogen. Und Stoke hat 13 Millionen für Kollege Vardy geboten. Machen wir jetzt irgendwas wegen Sturridge? Ich glaube nicht, oder? So, Freunde, das war das erstmal Twitter-Power. Die Umfrage habe ich da gestartet und es war eine relativ eindeutige Tendenz und die entspricht auch meiner Meinung. Wir werden keinen neuen Spieler mehr verpflichten, sondern bauen auf unsere Jugend und geben der die Chance in der Zeit, in der Sturridge verletzt ist. Und dementsprechend passiert am Transfer-Deadline einfach mal gar nichts. Icardi will nicht zu Mainz 05, das ist natürlich sehr überraschend. Wie mir ist gerade übrigens aufgefallen, selbst wenn Sturridge nicht spielt, haben wir immer noch genug erfahrene Spieler. Trotzdem werden wir natürlich der Jugend auch eine Chance geben, keine Sorge. Haben wir auch den Pokal. Und damit ist die letzte Frist abgelaufen. 119 Millionen wurden am letzten Spieltag ausgegeben in allen Ligen der Welt. Übrigens ist Vardy wirklich zu Stoke gegangen. Also nicht für uns. So, Jordan Ibe wurde jetzt doch erstmal nicht rausgekickt, zumindest noch nicht. Irgendwann wird er durch Karius ersetzt. Aber Boscali trainieren wir jetzt und die Ergebnisse sind doch mal richtig, richtig schön. Nationaltrainer fährt von Bolivien in einer Länderspielpause. Natürlich nicht. Vor allem World Cup Runde der letzten 16. Ich glaube, es hackt. Karius ist nicht vielversprechend, deswegen wird er doch nicht trainiert, sondern Kollege Masuaku. Was ich da gerade mit L hatte, weiß ich nicht, aber das F hat mich so aus dem Konzept gebracht. Das ist ja unglaublich. Es ist soweit, Martin Skrtel würde gerne spielen und wir sind am Spieltag gegen Man United im Theater of Dreams. Ich würde sagen, diesem Wunsch werden wir nachkommen. Er wird in der Startelf stehen. Den Rest der Startelf seht ihr natürlich gleich wieder erst im Spiel. Ich hoffe, ihr freut euch auf dieses nächste absolute Topspiel, den nächsten absoluten Kracher in diesem Liverpool-Karrieremodus. Wir springen rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Theater of Dreams und wie es natürlich sein muss, regnet es vor dem Topspiel gegen Manchester United. Heute hier im Old Trafford, das wird eine richtig interessante Partie, das kann ich euch garantieren. Die beiden Teams sind ja extrem rivalisiert und momentan ungefähr gleich auf in der Tabelle. Ein Punkt hat United mehr, das heißt, wir können sie heute überholen und natürlich ist das das erklärte Ziel, was wir haben.
Viel zu schnell wieder geredet, aber egal. Stark gegen stark, zwei Gegentore kassiert bei Man United, aber auch 10 erzielt bei uns. United mit De Gea, Damian Smalling, Blind und Luke Shaw, Michael Carrick, Juan Mata an der Herrera, Bastian Schweinsteiger, Memphis, Depay und Wayne Rooney. Und wir natürlich ohne den verletzten Sturridge, aber mit Skrittel, Karius, Klein, Boscali, Moreno, Chan, Milner, Roberto Firmino, Insigne, Coutinho und Divock Origi, Mario Götze nur auf der Bank. Auf geht's, wir holen uns die nächsten drei Punkte. Insigne mit seinem App-Rating, wunderbar gemacht, dreht nochmal um und verliert den Ball, na klasse. 15 Minuten durch, wir haben eine sehr gute Freistoßposition, inklusive Freistoßspray. James Milner wird sich der Sache annehmen, 30 Meter. Gute Entfernung für einen richtigen Power-Free-Kick. James Milner, der Pfosten und das 1:0 durch Roberto Firmino. 15. Spielminute, wir führen mit 1:0 gegen Man United durch unseren brasilianischen Maestro. Wobei das eigentlich Coutinho ist, dann eher durch das brasilianische, ich weiß nicht, wie man ihn nennen soll. Spektakulum, ich habe keine Ahnung. Pfostenschuss von Milner, De Gea kommt nicht mehr ran und dann ist Firmino gedankenschnell und wir machen das zweite Abprallertor nach dem Treffer von Can in der letzten Episode. Erste gute Chance für United, ich glaube es war gerade Matteo Damian, bin mir aber nicht ganz sicher, aber doch müsste er sein mit der 36. Coutinho auf Milner, oh, sehr schön gespielt von Coutinho und Milner dann fast mit dem 2:0. Oh, fast der Ausgleich und noch ein Fallrückzieher hinterher von Ander Herrera. Der Kopfball kam, glaube ich, von Rooney, das war ganz schön gefährlich, viel zu gefährlich eigentlich. Ja, und mit dem Roulette-Pin von Coutinho beenden wir die erste Halbzeit. Wir führen gegen United mit 1:0. Zwar sind die Red Devils ein bisschen stärker, ehrlich gesagt, machen eine richtig gute Partie, aber wir führen halt. Und das soll im Idealfall genauso bleiben, beziehungsweise am besten bauen wir das Ganze noch aus. Wird der Moment kommen, wo Rashford eingewechselt wird und vielleicht will er gegen seinen Ex-Verein ja treffen. Boscali, klasse, gewinnt er das Laufduell. Und leitet so automatisch den Gegenangriff ein. Insigne mit dem ganz weiten Ball. Vielleicht erreichen wir den. Nee, leider nicht. Oh, die nächste Riesenchance. Und Karius ist wieder da. Oh, das war ein doofer Abwurf. Aber Origi macht da ein bisschen was Besseres draus. Trotzdem, also United drückt. Müsste normalerweise längst den Ausgleich gemacht haben. Aber momentan führen wir noch. Und jetzt eventuell per Konter die Gelegenheit über Emre Can. Firmino ist nicht so schnell, aber jetzt hat er den Laufvorteil. In der Mitte ist Origi, wir flanken flach rein und da ist Origi! 2:0, 62. Spielminute. Divock Origi mit seinem 5. Saisontor nach der Vorarbeit von Roberto Firmino. Und genauso machen wir das auch sehen. De Gea sah da nicht so gut aus. Wieder ist es eine Flanke auf dem 5er, diesmal flach nach der Vorarbeit von Can auf Firmino. Die gute flache Hereingabe. Und da tunnelt er dann, glaube ich, De Gea, wenn ich es richtig gesehen habe. Gucken wir nochmal. Jawohl, durch die Hosenträger. Herrlich. Was für ein wunderschöner Pass in den Lauf von Roberto Firmino und der flankt rein. Ja, viel zu optimistisch. Und jetzt stehen sie natürlich offen. Wieder Firmino am Ball. Geht in die Mitte. Jetzt steht Origi nicht so gut. Deswegen macht das alleine Firmino. Oh, das war richtig schön gemacht. Schade. Wir haben jetzt übrigens zwei Debüts. Rashford ist drin, natürlich, hab's ja angekündigt. Und Masuaku kam für Alberto Moreno. Und da haben wir gleich mal Marcus Rashford. Schade. Oh, Rashford, klasse gegen Smalling und dann kann er sich nicht durchsetzen. Der Junge, der seinen Stammverein verließ, um sich beim großen FC Liverpool durchzusetzen und seine Karriere richtig zu starten. Jetzt geht Herrera raus und dafür kommt Marouane Fellaini, also Kopfballpräzision. Und da ist der nächste Konter und das ist Marcus Rashford und der ist alleine auf dem Weg zu seinem ersten Tor für uns. Nein, Fellaini, Fellaini verhindert, ich hasse ihn. Und jetzt ist Milner da. Gegen Smalling in den Lauf von Rashford und der hat seinen zweiten Matchball. Der hat seine zweite 100%. Oh, Daily Blind. Fehler von Boscali, konnte er aber nichts für, war meine Schuld. Und dann ist Daily Blind auch, macht das Tor, tritt da ein bisschen über den Ball rüber. Unser französisches Talent. Das war ein total ungefährlich. Ja, wir können irgendwie nicht zu Null spielen, habe ich das Gefühl. War natürlich nicht so geplant und war, ja, war blöd, aber egal.
Nochmal Roberto Firmino. Und jetzt muss Rashford den eigentlich, ja. Ja, da will ich das Tor für Rashford. Das war vielleicht ein bisschen sehr uneigensinnig. Aber es ist egal, denn das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen mit 2:1 gegen Manchester United. Das heißt, der zweite Top-Gegner wird ebenfalls auswärts besiegt. War eine schöne Partie auf jeden Fall, die gerade in der zweiten Halbzeit immer stärker wurde bei uns. Aber Man United hat auf jeden Fall den Punkt verdient gehabt, denn sie waren das bessere Team über die weiteste Strecke dieses Matches. Aber wir holen die nächsten 3 Punkte, sind damit richtig weit oben in der Tabelle. Wir überholen sogar hier in Man United. Und ich glaube, nur Chelsea könnte noch vor uns stehen, wenn sie gewonnen haben. Tore natürlich wieder durch Origi und durch Roberto Firmino mit seinem ersten Treffer für den FC Liverpool. Sehr, sehr stark. Muss jetzt die nächsten Wochen genauso weitergehen. Wir haben mal wieder komplett alleine gespielt. Wir hatten das Topspiel, deswegen gibt es keine anderen Spiele. So, und wir trainieren mal wieder. 2, 1, go. Und wir haben 2x F. 2x D. 1x C. Nein. Wir haben übrigens noch ein Spiel heute. Ihr seht es schon. Gegen Brighton im Pokal. Vorher aber wieder Training und hoffentlich mit einem Upgrade bei irgendwem. Ja, bei Boscali. Sehr schön. Geht auf 71 hoch. Brannigan hat angekündigt, dass er gerne ein bisschen Spielzeit hätte. Die bekommt er natürlich auch. Wir spielen heute mit Bogdan, Lovren, Korka, Iori, Masuaku, Henderson, Brannigan, Teixeira, Aib, Musonda und Rashford gegen Brighton. Das heißt eine komplett junge Elf. So, Brighton and Hove hat bisher 2x gewonnen gegen Crewe Alexandra und Wigan. Und heute spielen sie gegen uns wieder mit, genauso wie Bournemouth, 3 Stürmern auf dem Platz. Einer auf dem linken Flügel und das ist in diesem Fall dann Manu. Elvis Manu. Ganar eigentlich relativ gut. Hünemeyer, oh, steht übrigens in der Startelf. Der ehemalige Paderborner und Korka macht es 1:0. Masuaku kriegt die gelbe Karte, aber wir führen ja. Das ist schon mal sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, denn wir wollen natürlich weiterkommen in die nächste Runde. Und dass wir zu Hause spielen, ist normalerweise ein Riesenvorteil. Götze kommt für Brannigan, bekommt also auch im Pokal seine Spielzeit. Lua Lua für Stevens, den kennen wir ja auch noch. Musonda macht das 2:0. Sehr schön. Benteke kommt für Rashford, das heißt auch der bekommt seine Spielzeit im Pokal und holt sich dafür die gelbe Karte ab. Aber ist egal, wir gewinnen 2:0 und das ist sehr souverän. In der Liga sind wir übrigens 3. hinter Sunderland und West Brom. What the fuck? Mit einem Sieg können wir aber auf Tabellenplatz 1 vorrücken und das wollen wir mit dieser Elf hier tun. Karius, Krittel, Boscali, Klein, Chan, Milner, Moreno, Coutinho, Roberto, Firmino, Insigne und Origi. Der dringend darum gebeten hat zu spielen, das heißt, ich erwarte jetzt was von ihm. Wir spielen zu Hause gegen den Tabellen 15. aus Birmingham und die haben zuletzt gewonnen gegen Bournemouth und gegen Leicester, die übrigens aktuell Letzter sind. Kaum ist Wardy weg, läuft es nicht mehr. Spielen mit 5er-Kette, unter anderem mit Joleon Lescott, dem ehemaligen Citizen und Sissoko, dem das 1:0 gelegt, aber Coutinho ist direkt da. Grüße an Hans, das ist sowieso seine Episode irgendwie an dieser Stelle hier. Veretout verschießt einen Elfmeter und das heißt, Karius hält schon wieder ein. Das ist aber trotzdem bitter, dass wir jetzt hier nicht das 2:1 machen. Freunde, normalerweise müssten wir die Qualität haben, um Aston Villa zu besiegen. Wir dürfen eigentlich, nee, unentschieden reicht nicht für die, oh Gott sei Dank. Mario Götze, eingewechselt für James Milner, macht den Siegtreffer und damit sind wir neuer Tabellenführer. Origi hat übrigens nicht getroffen, ist trotzdem Top-Torjäger bisher mit immerhin 6 Treffern. So, unerwerf Mast trainieren wir hier unser Team und es kommt dabei ein Upgrade für Jordan Ibe bei rum oder bei rum. Und bei Rashford steigt zumindest der Abschluss, was nach den letzten Spielen sehr gut ist. Und damit sind wir angekommen im letzten Spiel dieser Episode. Und zwar geht es gegen Norwich City, den Aufsteiger. Mit Karius, Chan, Boscali, Klein, Moreno, Milner, Coutinho, Roberto Firmino, Götze, Insigne und Origi natürlich wieder vorne drin. Mal sehen, wie das läuft. Norwich ist bisher stark, hat dabei den Letzter, hat in den letzten 3 Spielen aber 2 Punkte geholt. Gegen Bournemouth und Southampton, ich glaube, das sind die einzigen beiden, die sie bisher haben. Gegen West Ham haben wir uns zuletzt verloren, spielen im 4-2-3-1 vorne. Noch mit Yemersi Mbokani oder nicht mehr. Er wollte wechseln, er ist anscheinend nicht gewechselt. Er sitzt aber nur auf der Bank. Wahrscheinlich hat er den den Missmut des Trainers dafür geerntet oder das Unwollen. Aber wir liegen schon wieder zurück durch Hausen. Origi macht sein 7. Saisontor im 7. Spiel. Aber trotzdem, es kann doch nicht sein, dass wir uns gegen diese kleinen Teams so schwer tun. Houlahan kommt für Tete rein. Lovren kommt für Chan rein. Musonda für Insigne. Und wir müssen langsam mal das 2:1 machen. Natürlich, Doppelpacker Divock Origi macht den Ausgleichstreffer. Er macht das 2:1. Den Führungstreffer. Und damit gewinnen wir auch dieses Spiel gegen Norwich City und sind weiterhin Tabellenführer. Geil. Wir haben 2 Punkte Vorsprung vor West Brom und sind damit bisher leider nicht ungeschlagen, aber trotzdem mit 16 Toren aus 7 Spielen erst in der Premier League. Bei Origi läuft übrigens richtig. Ich bin wirklich geschockt, dass wir den abgeben wollten und Benteke spielen lassen wollten, weil das hier aber auf jeden Fall die beste Entscheidung, die wir treffen konnten, ihn zu behalten. Das Letzte, was wir in dieser Episode machen werden, ist die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Everton. Das heißt, es gibt in der nächsten Episode natürlich das Merseyside Derby zwischen diesen beiden Vereinen. Wir motivieren unsere Jungs
und loben sie für die vergangenen Spiele, beziehungsweise wir motivieren sie dementsprechend nicht. Nächste Episode, wir gucken uns das Ganze nochmal ganz kurz an, geht es dann logischerweise gegen Everton, dann noch gegen Tottenham und gegen Swansea. Ich weiß nicht, ob wir Chelsea auch noch reinquetschen, ich glaube eher nicht, das heißt, es gibt nur diese drei Spiele, dann sind wir aber auch schon wieder fast durch mit dem Oktober und danach die Episode geht es dann ja, gegen Chelsea und Man City und simuliert gegen Southampton und Crystal Palace und dann sind wir schon Mitte November. Sehr, sehr nice. Das war's von dieser Episode heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schaut in die Videobeschreibung zu Twitter und zu Instagram und natürlich zu IG Vault. Checkt das Ganze aus. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen von euch. Ich bedanke mich beim Hansus dafür, dass ich hier das Intro dank dir machen konnte und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf, macht's gut. Haut rein, schönen Tag noch und ciao.